den Ioniq ja nicht allzu oft. Das ist natürlich blöd für einen Ersatzteilwagen. In 250 Meter auf, E6 fahren. Nee, verdammt. Das war ja wohl gar nichts. Diese Ladesäule, Recharge, könnte ich auch laden. Muss ich aber nicht. Da geht es wieder drauf. Aber vielleicht nochmal Glück. Wir gucken einfach mal hier. Ja, da haben sie genau den Schneeberg hingeschoben. Das ist doch unglaublich. Noch eine Säule zum Laden. Weiter auf der Route. Best Western Hotel. In 400 Meter auf E6 fahren. Das war leider nichts. Tut mir leid. Haben Sie genau die Schneeberge vorgeschoben? Weiter auf der Route. Wie ungeil ist das denn? Auf der Route. Ja, weiter auf der Route, das machen wir auch. Das fährt der LKW auch gerade los. Das ärgert mich ja. Das ist ja ärgerlich. Auf E6 war. Ach, Kacke. Nein. Thank you.
zu Hause bin, das muss ich dann erstmal alles verarbeiten, hat das Gefühl. Und andere überlegen jetzt schon, mit was für ein Auto die hier hochfahren wollen, die nächste Mal. Oder die Motto, nee, mit dem Auto war hier oben auch noch keiner. Ich behaupte mal, ich bin der Erste, der mit dem kleinen Ioniq-Akku Küste da gefahren ist, da hoch. Warum nicht mal? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß.
kann direkt hinfahren. Wenn man keine Fähre benutzen, muss man auch den Weg wieder zurückfahren. Schild auf
wesentlich länger. Er sagt vorne, der Bus genauso lang wie hinten der Hänger, nenne ich es mal. Das sind dann vier Achsen. Die letzte Achse bei dem Bus ist ganz hinten. Und nicht in der Mitte oder so. Und aerodynamisch geformt. In 2 Kilometer links halten auf, Europaweg 6 Richtung E39. 10 Kilometer noch. 4. Halt auf. Doppelgelenk, ach so. Links halten auf, Europaweg 6 Richtung E39. Das sah noch anders aus wie der eben. Hätte ein Anhänger dran. Kein Auspuff vorgesehen. In 7,4 Kilometer Ausfahrt 30 Richtung 707 und E39 nehmen. Tesla. Thank you.
Form, vorne wie hinten. Wie so eine Schnuppe. Wie eine Straßenbahn. Ich kann das Ding auch in beide Richtungen fahren. Ausfahrt 30 Richtung 707 und E39 nehmen. Ausfahrt 30 Richtung 707 und E39 nehmen, dann den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt auf, Heimdalswegen verlassen. In 600 Meter den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt auf, Heimdalswegen verlassen. Ich kann hier leider so einen anfahren, wo nur eine steht oder sowas. Wo nur zwei Ladepunkte sind. Charge. In der Shell könnte ich auch laden. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt auf, Heimdalswegen verlassen, dann links abbiegen. Vielleicht ist das das sogar. Nee, ich bin der Meinung, ich habe Ionity ausgewählt. Das andere wäre ja blöd. So. Links abbiegen, dann rechts halten. So, links abbiegen. Hier werde ich dann abbrechen. Ladepunkt. Rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel links. Schon da. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war der Livestream Omea nach Trondheim. Und nicht der direkte Weg. Ciao.
Fehlerschnellladesystem. Zack. Seite ran. Rechts abbiegen. Mann! Nummer 1.